hallo liebe Fußballfreunde, liebe Mädels, liebe Jungs, liebe Trainerinnen, liebe Trainer. Heute bin ich mal hier ohne irgendwelche Materialien, nur mit meiner eigenen Wenigkeit. Und das liegt ganz einfach daran, dass wir uns heute mal kurz damit befassen wollen, wie denn so ein Andehn- und Mobilisationsprogramm vor dem Fußballtraining ausschauen kann. Wir machen dafür eben Andehnübungen, wir machen Mobilisationsübungen und werden noch das Ganze ein bisschen, weil es soll ja aktivierend sein, wir wollen ja quasi für das Fußballtraining, für das Spiel vorbereiten, ein paar von Aktivierungsübungen mit reinnehmen, besser vielleicht bekannt unter dem Namen Movement Preps. Und weil wir coole Typen sind, wollen wir das Ganze gleich auch noch miteinander kombinieren und nicht irgendwie isoliert dastehen lassen. Gehen wir gleich drauf ein. Ich werde oft gefragt, was ist denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen Andehnen und Ausdehnen? Wann mache ich denn jetzt eigentlich was? Es scheint also immer noch eine Frage zu sein, die für sehr viele verwirrende Meinungen sorgt. Und deswegen einfach nur mal kurz eine Definition dazu. Das Andehnen ist eben ein kurzes, knackiges Dehnen. Das heißt, ich versuche die Muskulatur schon ein bisschen eben auf die kommende Belastung des Fußballspiels vorzubereiten, indem ich schon dem Muskel sage, jetzt kommen ein paar Längenveränderungen auf dich zu. So mal vereinfacht gesagt. Dazu packen wir eben noch Aktivierungsübungen mit dazu und am Ende noch ein paar Mobilisationsübungen. Aber vereinfacht gesagt, wir wollen dem Muskel schon eine gewisse Längenänderung geben, ohne ihn jetzt quasi zu sehr in die Länge zu ziehen. Denn das wollen wir natürlich nicht. So wie ich es noch früher gelernt habe, wir laufen uns vor dem Spiel 10 Minuten ein, dann dehnen wir erstmal 5 Minuten, hat natürlich diesen entscheidenden Nachteil, dass ich den Muskel jetzt einfach weich und lang mache und er damit in einer entspannten Position ist. Und diese entspannte Position will ich ja eben nicht, sondern ich will ja im Fußballsport bitte keinen müden Muskel, keinen langen Muskel haben, sondern einen Muskel, der kurz ist, der auf Zug ist, der auf Zack ist, der Bock hat, jetzt was zu leisten. Und das erklärt auch, warum viele früher sagen, die früher gespielt haben, zu meiner Zeit, ja, irgendwie die ersten 20, 30 Minuten, also es war fürchterlich lätschert im Spiel, das war ganz, ganz schrecklich. Und das kommt eben genau daher, der Muskel war zu lange, wie hätte hier eine aktive Bewegung von 0 auf 100 starten können überhaupt. Also zeitgleich wollen wir ihm aber eine gewisse Längenänderung schon mitgeben, damit er da weiß, jetzt darauf muss ich mich ein bisschen vorbereiten und es kommt nicht im Spiel mit einer ersten schnellen Bewegung plötzlich überraschend. Sozusagen. Also andehnen. Hinterher, nach dem Ganzen, ausdehnen, dann nehmen wir uns dafür auch entsprechend Zeit, geben dem Muskel eine Länge, in die wir langsam während des Dehnprozesses hineinkommen. Ich sage immer vorsichtig reindehnen, bis der erste schöne Zug da ist, den ein bisschen halten und das dann Stück für Stück immer tiefer reingehen. Und dann nehmen wir uns dafür auch Zeit, heißt gerne mal den Muskel 30, 40 Sekunden in der Position entspannt halten. Nebenbei ein bisschen Fernsehglotzen. Damit komme ich schon eigentlich zu meiner persönlichen Empfehlung. Wann mache ich denn jetzt was? Also vor dem Training ist klar. Wir machen also jetzt, und nicht vor dem Training, sondern nach dem Aufwärmen. Entschuldigung, nach dem Aufwärmen. Wir haben eine Passübung zum Aufwärmen gemacht. Die Mannschaft kommt zusammen. Wir machen ein kurzes Andehn- und Mobilisationsprogramm. Training, Spiel ist beendet. Ja, dann empfehle ich immer am liebsten die Black Roll zu nehmen. Dazu möchte ich nochmal verweisen auf unser separates Black Roll Video, das ihr auch hier in diesem Kanal findet. Dafür empfehle ich einfach die Black Roll. Das Ausdehnen an sich empfehle ich eher als etwas, was man dann zu Hause eben mal abends noch so zusätzlich macht, um auch hier wiederum dem Muskel noch eine zusätzliche Möglichkeit der Regeneration und der Entspannung zu geben. Unmittelbar nach dem Training, nach dem Spiel empfehle ich persönlich, lieber die Roll zu nehmen, zu duschen, nach Hause zu fahren und dann am Abend nochmal zu dehnen und am nächsten Abend vielleicht auch nochmal zu Hause zu dehnen oder eine Kombinationsform aus Rolle und Dehnen zu machen. Aber das ist etwas, was ich auch schon bei dem Black Roll Video, bei dem Faszienrollen Video gesagt habe. Hier ist natürlich auch ganz, ganz entscheidend, was tut einem persönlich auch gut. Ja, mehr Dehnanteil, mehr Rollanteil. Das muss auch jeder für sich so ein bisschen selber herausfinden. Meine generelle Empfehlung ist die, die ich gerade genannt habe, weil ich damit über die Jahre hinweg die besten Erfahrungen einfach gemacht habe. Okay? Und vor dem Training, weil ich vorher das kurz irrtümlich hier gesagt habe, dann vielleicht in der Kabine das Ganze ein bisschen anrollen sozusagen. Dann kommt die Aufwärmübung und nach dem Aufwärmen gemeinsam das Ganze andehnen und mobilisieren. Kann natürlich auch individuell sein, wenn einer jetzt in
einem Kleingruppentraining unterwegs ist oder im Individualtraining unterwegs ist, völlig klar, dann kann er das natürlich auch für sich selber machen. Das steht ja außer Frage. Okay, gut. Und damit sind wir eigentlich schon mal über das Wieso, Weshalb, Warum hinaus und wollen zum einfachen Programm kommen, das ich nun immer mit meinen Mannschaften, mit meinen Spielern mache. Wir beginnen mit dem Klassiker, Oberschenkel-Vorderseite. Nochmal kurz zur Erinnerung, wir wollen jetzt nicht nur andehnen, sondern wir wollen gleich das Ganze kombinieren mit diesen Aktivierungsübungen, mit leichten Stabilisationsübungen, um noch einen größeren positiven Effekt rauszuziehen. Wir fangen mit der Oberschenkel-Vorderseite an. Das hat sich jetzt, glaube ich, auch in den letzten Jahren, wenn ich so auf Fußballplätzen unterwegs bin und das beobachte, durchgesetzt, ist folgende Geschichte. Das ist den Oberschenkel jetzt also hier nehmen, in diese Dehnposition reinbringen, den in dem Fall linken Arm komplett durchstrecken, Augen geradeaus, Stress aus dem Nacken raus. Und jetzt drücke ich mich hier über das Standbein aus dem Fußgelenk nach oben. Da habe ich schon meine erste Aktivierungsübung mit dabei, eine Übung für die Fußgelenkstabilität. Das wird aktiviert fürs Training. Die ganzen Muskelgruppen, die da drunten unterwegs sind, werden also ein bisschen auf Spannung, auf Zug gebracht, um dann natürlich auch nicht nur Energien besser zu übertragen, sondern man macht das Ganze natürlich auch im Sinne eben einer Verletzungsprophylaxe. Das kann man auch gerne zweimal machen, sich hochdrücken und dann gehen wir aus der Bewegung noch in eine Standwaage rein und ziehen uns nochmal den Oberschenkel ein bisschen näher an. Also halten, jetzt spüre ich die Dehnung, sobald ich sie spüre, hochdrücken. Jetzt kippe ich langsam nach vorne, ja, knippe auch gerne hier im linken Bein ein bisschen ein, ziehe nochmal den Oberschenkel näher zu mir hin, halte das für 3, 2, 1 und gehe wieder zurück. So, und das wiederhole ich jetzt einfach hier auf der Seite dreimal. Hopp, ein zweites Mal, hopp, nach vorne, dehnen, 3, 2, 1, vor. Hopp, nach oben, hopp, nach vorne, 3, 2, 1, langsam auslasten das Ganze, dann natürlich auf die andere Seite gehen. Also, Oberschenkel Vorderseite, wir haben Beinachsenstabilität, wir haben Fußgelenkstabilität mit dabei, wir haben mit dem nach vorne gehen nochmal einen größeren Reiz hier auf die Oberschenkel Vorderseite, wir haben Gleichgewicht mit dabei, das sind dann viele Punkte mit dabei und dann kann ich das wunderbar also miteinander kombinieren. Pro Seite dann eben 3, maximal 4-mal machen, das reicht dann auch völlig aus. Dreimal nach vorne gehen, anderes Bein, dreimal nach vorne gehen. Zweite Geschichte ist die Oberschenkelrückseite. Die machen wir wie folgt. Wir stellen uns ein bisschen breiter als Hüfte hin. Füße zeigen ganz leicht nach außen. Jetzt gehe ich nach unten in so einen Sitz runter, greife hier meinen Fußriss oder mein Fußgelenk. So, jetzt gehe ich in der Position nach oben mit gestreckten Beinen. Jetzt kriege ich eben den Zug hier auf die Oberschenkelrückseite drauf. Dann gehe ich wieder nach unten, gehe wieder nach oben, 21, 22, 23. Und jetzt gehe ich aus dieser Position nach vorne einen Handwalk. Hier gehe ich also jetzt nach vorne. Das halte ich. Gerne kann ich jetzt ein bisschen mal mit den Handflächen nach vorne gehen, damit mehr Spannung auf den Chorbereich kommt. Hopp, wir gehen wieder zurück, wir greifen wieder, wir gehen wieder nach unten. 1, hopp, 2, hopp. Handwalk nach vorne und zurück. Das Ganze wiederhole ich so auch circa 4-5 Mal. Das heißt, zweimal rauf runter, Handwalk nach vorne, zweimal rauf runter, Handwalk nach vorne, zweimal rauf runter, Handwalk nach vorne und dann noch ein viertes Mal und dann ist das völlig ausreichend. Dritte Geschichte ist die Adduktoren. Auch hier bauen wir noch was mit ein. Und zwar kennt ja jeder diese klassische Adduktorendehnung. Wir machen noch ein bisschen Aktivierung für die Oberschenkelmuskulatur und fürs Gesäß gleich mit. Ein bisschen Oberkörperspannung ist mit dabei. So, wir gehen also hier in diese klassische Dehnposition hinein. Jetzt habe ich ihn hier. Wenn ich dann in der Position bin, schiebe ich jetzt das Gesäß nach hinten durch, mache meinen Rücken gerade, Handflächen gehen herein. Jetzt wird 21, 22 gehalten. Jetzt gehe ich in so eine tiefe Hocke und schiebe wieder rüber. 21. 22, Augen natürlich auch hier geradeaus, Hocke nach vorne, 21, 22, Hocke nach vorne. Dann gehe ich 5-mal in diese Richtung, 5-mal in die andere Richtung und habe zeitgleich noch so ein bisschen Kräftigung, Stabilisation, Aktivierung, Oberschenkel, Gesäß mit dabei. Nächste Geschichte ist, wir wollen die Waden natürlich machen. Bei den Waden gehen wir in den Stütz, überkreuzen die Füße. Diese Geschichte hier, durch den rechten Fuß um und jetzt wippe ich in dem Fall den linken Fuß
circa 8 Mal und zerlegt wirklich dabei die Ferse eben zum Boden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann halte ich es für 3, 2, 1 Sekunden. Mache das also dann ein bisschen auch lang. Dann gehe ich hier in diese Position und jetzt gehe ich mit einem Handwalk rückwärts nach unten. Wir machen diese Oberschenkelrückseiteübung nochmal, gehen wieder nach vorne und legen dann den anderen Fuß drauf und wiederholen das. 8 Mal wippen, 3, 2, 1 halten, leicht grätschen, Handwalk rückwärts, nach unten, nach oben, erledigt. Dann haben wir auch noch ein bisschen das Ganze nochmal mitgenommen. Durch diesen Handwalk rückwärts haben wir dann natürlich auch wiederum was für den Core-Bereich mit dabei, für die Schulterstabilität, Oberkörper ist mit dabei und so weiter und so fort. Und die Wade dehnen wir auch noch an. Wunderbare Geschichte alles. Also, 8 Mal wippen, 3-4 Sekunden halten, Handwalk, andere Seite. Der Hüftbeuger, auch hier macht man einen Klassiker, das ist jetzt auch keine Neuigkeit. Wir gehen in den Ausfallschritt. So, jetzt gehen beide Hände gehen nach innen vom Fuß hinein. Jetzt auch hier das gleiche Muster wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halten, bisschen runterdrücken die Hüfte. 3, 2, 1. Und in der Position jetzt noch rotieren auf. 1, hopp, 2, hopp, 3. Und dann eben Fußwechsel. 8 Mal wippen, 3 Sekunden halten, 3 Mal aufdrehen, andere Seite. Letzte Geschichte, die wir noch brauchen, ist dann, wird ganz gerne vergessen. Ich mache es aber ganz gerne mit, das Gesäß. Hier machen wir Folgendes. Wir legen uns auf den Rücken, nehmen jetzt die Beine hier über Kreuz, greifen mit der linken Hand den rechten Fuß, mit der rechten Hand den linken Fuß. Sobald ich das habe, lege ich den Kopf ab, ziehe das zu mir her und halte das mal 5, 4, 3, 2, 1. Dann andere Seite holen. 5, 4, 3, 2, 1. Und das wiederhole ich nochmal auf jeder Seite jeweils einmal. Also nochmal 5 Sekunden rechte Seite, 5 Sekunden linke Seite. Der Vorteil dieser Übung ist, dass ich A, das Gesäß so ein bisschen andehne und zeitgleich durch dieses Überkreuzen und Herziehen hinten auch ein bisschen das Iliosakralgelenk aufmache. Also auch hier im unteren Rückenbereich, im Hüftbereich für einen positiven, die Hüfte ist falsch, unteren Rückenbereich eben noch einen positiven Effekt erziele. Dann sind die klassischen Andehnübungen durch und dann komme ich immer zu meinen drei klassischen Mobilisationsübungen. Die packen wir unmittelbar danach dran. Die können natürlich unterschiedlich sein, da kann auch jeder sich selber was aussuchen. Ich mache halt einfach immer folgende drei. Das eine ist ein Klassiker geworden in den letzten Jahren, das Pendeln. Also Rücklage ablegen. Ich sage immer Kopf ablegen. Viele lassen den Kopf oben. Ich finde, das ist unnötig. Das ist ein unnötiger Stress in der Halswirbelsäule. Ablegen. Und dann pendeln wir einfach nur hin und her. Knackt bei mir auch gleich schön. Und dann machen wir auch so circa, ja nicht circa, aber mal 5 Mal pro Seite. Dann geht es zügig weiter gleich in den Stützbereich. Schieben das linke Bein unter der rechten Körperhälfte durch, drücken die Hüfte runter, einmal, hopp, zweimal, hopp, dreimal, hopp, viermal, hopp, fünfmal, hopp, sechsmal. Also 5 Mal pendeln auf jeder Seite, 3 und 3 mit der Übung. Und die letzte Übung ist dann, ich sage es immer, über die Hüfte aufstehen, nämlich das Ganze über das Knie geht es nach oben, ohne zur Hilfenahme der Hände. Linkes Bein nach innen, rechter Fuß hier vorne. Angefährst, jetzt nehme ich Schwung. Hopp. Wenn ich jetzt hier oben bin, schiebe ich das Becken noch ein bisschen nach vorne, kriege ich hier nochmal schön Zug drauf und wieder absetzen. 2 und wieder absetzen. 3 und wieder absetzen. 4 und wieder absetzen. Das machen wir noch ein 5. Mal. Hopp, wieder absetzen. Und dann gehen wir gleich zügig auf die andere Seite rüber, damit da auch so eine gewisse Dynamik schon reinkommt. Und mache es hier auch nochmal 5 Mal. Effekt. Diese Mobilisationsübungen, in dem Fall, klar, die Hüfte wird ein bisschen, ganz vereinfacht gesagt, geschmeidig gemacht, beweglich gemacht, auch ein bisschen aktiviert, vorbereitet auf diese Bewegung. Bei dem Pendeln habe ich noch ein bisschen die seitliche Bauchmuskulatur mit dabei und aktiviere die auch für das Training und für das Spiel wichtig ist, weil sie mir eine zusätzliche Stabilität gibt. Und diese letzte Übung hier, auch etwas für die
Hüftmobilisation, was ich hier wahnsinnig gerne mag. Und das ist auch immer ein positives Feedback der Spieler, wenn man das erste Mal gemacht hat und noch nie vorher gemacht hat. Zunächst mal muss man sagen, viele kriegen es am Anfang nicht hin. Das heißt, da muss man dann eventuell als Partnerübung das machen und dann vor dem Spieler knien. Und wenn der jetzt nach oben kommt, der streckt seine Hände nach vorne, indem dann packe ich seine Hände und gebe ihm kurz eine Zughilfe, sodass der nach oben kommt. Erfahrung ist, wenn ich das zwei, dreimal gemacht habe, schafft er es danach schon alleine, denn das ist oft keine Kraftfrage, sondern es ist eine Frage der Aktivierung. Denn hier werden Hüftmuskeln oder Tiefenmuskeln, mal besser gesagt, aktiviert durch dieses Aufstehen, an die man so eigentlich gar nicht rankommt und die viele einfach noch gar nicht genutzt haben und wissen gar nicht, dass das Ding überhaupt da ist. Und das Feedback, das die Spieler mir geben, ist, wenn sie diese Übung gemacht haben und dann aufstehen und ich sage, was spürt er jetzt? Dann ist das Feedback immer, ja, das fühlt sich echt cool an da drin. Das ist jetzt irgendwie so ganz tief drin, ist da so eine schöne, angenehme Spannung, die mich dann wunderbar vorbereiten lässt für die kommende Belastung. Also das Feedback ist da immer positiv. Deswegen, das empfehle ich dringend zu machen. Ansonsten kann natürlich, klar, ja, jeder auch irgendwie hat ja seine Lieblingsübung auch. Das ist auch etwas, was ich den Spielern immer sage. Wir machen ein gemeinsames Andehnprogramm, wir machen das Mobilisieren, wir aktivieren und am Ende sage ich immer, so, bevor wir jetzt zur Spielform kommen oder zum Torschusstraining gehen oder was auch immer, ich muss noch mal kurz umbauen, ihr könnt was trinken. Wer jetzt noch irgendwas machen möchte, was ihm gut tut, eine persönliche Lieblingsübung, die wir jetzt hier nicht dabei hatten, das gibt es natürlich, der soll das bitte jetzt tun. Das spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle, die individuellen körperlichen Unterschiede und Merkmale. Jeder hat vielleicht auch noch irgendwo ein Defizit, kam vielleicht aus einer Verletzung raus und muss noch zusätzlich was machen, um diese Partie zu stabilisieren, noch mehr zu vorbereiten. Und vor allem, sind wir ehrlich, spielt natürlich da der Kopf auch eine ganz, ganz große Rolle. Jemand sagt, wenn ich diese Übung nicht gemacht habe, dann bin ich nicht warm. Also das ist für mich, dann kann ich nicht wirklich loslegen. Also das tut dann auch der Psyche gut und dann sage ich auch immer, okay, wir haben noch 3-4 Minuten kurz Zeit. Ich trinke jetzt was, ich baue um, ihr trinkt was und dann macht ihr kurz noch eure eine oder zwei Lieblingsübungen, die dann auch so dabei sind. Und damit sind wir mit dem Programm auch schon am Ende. Nochmal der Hinweis, es kommt das Aufwärmprogramm im Fußball, eine Passübung, eine koordinative Geschichte, whatever. Und dann sollte dieses Andehnprogramm inklusive der Aktivierungsübungen und mit diesen kurzen Mobilisationsübungen stattfinden. Und das war es dann eigentlich schon. Und dann geht es eben über den Hauptteil, nenne ich es jetzt mal. Nach dem Training empfehle ich persönlich immer zunächst mal ein Blackroll-Programm und dann noch später zu Hause oder in den kommenden Tagen mal vom Fernseher oder mal eben so noch ein bisschen auch mal gerne ausdehnen. Aber unmittelbar danach empfehle ich Blackroll. Vor dem Aufwärmen, vor der ersten Aufwärmübung auf dem Platz kann, muss man aber nicht, jeder auch sich noch mal ein bisschen anrollen in der Kabine oder auf dem Platz. Das ist individuell verschieden. Es gibt einfach Spieler, das habe ich auch schon beim Blackroll-Video erklärt, die das nicht möchten, denen das vom Gefühl her einfach nicht gut tut und die vielleicht was anderes machen möchten, eine simple Mobilisationsübung. Ich habe schon Spieler gesehen, die haben unmittelbar vom Training ein bisschen mit dem Ball jongliert und bevor es dann in die eigentliche Passübung reinging oder in die eigentliche Aufwärmübung reinging, haben die noch schnell 50 Sit-Ups gemacht. Das war für den einfach wichtig. Also das soll auch jeder für sich so ein bisschen selber ausfinden, was ihm gut tut. Genau. In diesem Sinne sind wir dann damit dann fertig. Dann wünsche ich euch viel Freude damit und ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen, ein paar Ideen zu geben. Und ja, wünsche euch viel Spaß und alles Gute und bis dahin eine gute Fußballzeit. Alles Gute, ciao.